Ja, hallo. Ich wollte hier mal ein bisschen durch die Installation von Windows 8 führen. Ich denke mal, einige wird es vielleicht interessieren, also wie das kommende Betriebssystem aus dem Hause Microsoft installiert wird. Noch sieht die Installation sehr nach Windows 7 aus. Und genau, man klickt sich hier einfach durch. Das ist jetzt, also hier für so ein paar grafische Fehler, denke ich mal, ist das Aufnahmeprogramm verantwortlich. Man kann hier natürlich die Computerreparaturoption auswählen, wie man sie schon ähnlich von Windows 7 her kennt, beziehungsweise auch Windows Vista, dort noch mit einer extra DVD und seit Windows 7 wird diese 100 MB-Partition angelegt. Hier kann man nun einiges mehr auswählen, also fortsetzen der normalen Installation, beziehungsweise dieses ähnliche Fenster wird man auch erhalten, wenn man das. Wenn man Windows 8 installiert hat, diesmal wird eine 300 MB-Partition erstellt und ja, das wollen wir jetzt erstmal nicht. Wir wollen hier erstmal einfach nur installieren. So, und jetzt sieht man auch schon sozusagen den neuen Bootscreen der Beta. Das ist der Betafish, den Microsoft schon in Windows 7 verwendet hatte. Ja, wir installieren hier einmal. Die Sprachen sind hier alle auf Deutsch. Die Consumer Preview bzw. auch Beta ist hier in Deutsch. Also habe ich mir als Deutsche runtergeladen. Klicke auf Jetzt installieren. Ja, das Setup wird gestartet. Das sieht jetzt auch noch alles so aus wie unter Windows 7 bzw. ziemlich ähnlich. Genau, und jetzt muss ein Key eingegeben werden. Dieser Key ist kein Geheimnis. Den finde ich jetzt auf einer Internetseite. Und ich mache hier mal gerade Pause. Ich gebe diesen Key ein. So, Key ist eingegeben. Drücke jetzt auf Weiter. Aha, Produktkey ist verkehrt, sagt er. Woran kann es liegen? So, der Key ist nun eingegeben. Ich hoffe diesmal richtig. Ja, sieht gut aus. Also wie gesagt, der Key ist kein Geheimnis, den kann jeder verwenden. Den kriegt man eigentlich auch in der Regel bei den Download-Seiten angezeigt, wenn man das runterladen will. Also jetzt zum Beispiel bei mir ist es Computerbase. Oh, Benutzerdefinition. Also ich habe hier auf diesem Rechner schon Windows 8 installiert. Ich mache hier mal gerade die Festplatte plan. Und man sieht ja auch schon, also es wird eine 350 Megabyte. Okay, sorry. Also in der Alpha-Version, also Developer Preview, war es noch eine 300 MB-Partition. Jetzt ist es eine 350 MB-Partition. Die löschen wir hier auch mal. Also wir löschen hier mal. Ich lösche einfach mal alles gerade. So, also so sieht es aus, wenn ihr die Festplatte vor euch seht. Also nichts vorher installiert wurde, kein Linux, keine Partition eben erstellt wurde. Gehen dann einfach auf Weiter, klicken einfach sozusagen die Rohpartition an, beziehungsweise die leere Festplatte an. Keine Partition erstellen, wird alles automatisch gemacht. Und schon geht's los. Ja, Daten werden kopiert, Daten werden expandiert, das sollte gleich losgehen. Das dauert, also das ist typisch irgendwie. Also es war schon unter Windows Vista und Windows 7 so, dass dieser erste Prozent ziemlich lange gebraucht hat. Und dann ging es eigentlich ziemlich flugs. So, aber ich mache hier denke ich mal, dennoch eine Pause, weil also keiner muss gucken, wie hier Prozentzahlen hochlaufen. Ja, nun sind Windows-Daten expandiert worden, Features wurden schon installiert, Updates wurden jetzt auch installiert, beziehungsweise, ja, gibt ja noch nicht so viele. So, und jetzt startet der Computer neu. Das lasse ich in der Regel immer diese 10 Sekunden gerade warten. So. Nein, diesmal starten wir nicht von der DVD. So, und jetzt kommt auch schon das allererste Mal der Bootscreen von der internen Festplatte. Ja, Systemeinstellungen werden aktualisiert. Das ist, ja, kennen bestimmt auch viele von Windows Vista oder Windows 7 her. Wenn Sie tiefgreifendere Updates
gemacht haben, beziehungsweise passiert ja automatisch in der Regel, dann kommt das auch einmal, dass die Registry einmal kurz aktualisiert wird. So. Natürlich, also viel grafische, also die grafische Oberfläche wird seit Windows 8 komplett angezeigt. Also anders als unter Windows 7 oder Windows Vista, als die Aero-Oberfläche noch Grafik hatten mit DirectX 9 vorbehalten war. Irgendwie bin ich jetzt ein bisschen heiser. Ist es jetzt so, dass auch Computer, die kein DirectX 9 oder kein WDDM-Treiber haben, beziehungsweise keine WDDM-Treiber-Unterstützung, also Windows Display Driver Model, nun auch Aero angezeigt bekommen, beziehungsweise von der vollen Funktionsumfang der, ja, Aero-Oberfläche. Also die gesamte Oberfläche wird nun in 3D berechnet. Das wird dann nicht von der Grafikkarte erledigt, die übernimmt nur den bildanzeigenden Anteil daran, sondern wird komplett von der CPU berechnet. Das funktioniert so lange, solange der Prozessor relativ leistungsstark ist. Also jetzt selbst, ich emuliere das ja jetzt gerade, wie man ja vielleicht sieht an VirtualBox, aber weil mein Hauptprozessor in der Hostmaschine so relativ stark ist, also es ist auch nur ein Core i3, kleinste Version, schafft die virtuelle Maschine es halbwegs flüssig, die grafischen Effekte anzuzeigen. Auf einem älteren ThinkPad mit einem Pentium M Single-Core-Prozessor, da ist das eigentlich nicht bedienbar. Und jetzt sagt man sich dann, okay, dann mache ich das aus, also dann stelle ich auf klassisches Design um, aber das funktioniert leider nicht. Also man kann umstellen. Die Grafikkarte bzw. die Aero-Effekte bleiben aber erhalten. Also die klassische Oberfläche wird nun in Aero berechnet. Rührt daher, dass mittlerweile, also der Desktop, wie man ihn kennt, den gibt es nicht mehr. Diese ist nur noch eine App in der, beziehungsweise App, schönes Unwort, also eine Applikation in der Metro-Oberfläche. Die Metro-Oberfläche ist, wenn man Maus und Tastatur hat, sage ich mal, ist es das einfache Startmenü. So, jetzt geht es hier auch weiter. Wenn man eine Touch-Bedienung hat, also ein Touchscreen, jetzt Tablet, Convertible oder wie auch immer, dann ist es natürlich, dann kann das als Hauptoberfläche dienen. Und genau, der Desktop wird sozusagen nur noch als App in der Metro-Oberfläche gestartet. Und weil die Metro-Oberfläche komplett in 3D berechnet wird, ist sozusagen diese App, in diesem Fall der Desktop, dazu gezwungen, in 3D berechnet zu werden. Soweit klingt es für mich logisch auf jeden Fall, weswegen dieser Zwang auf einmal herrscht. So, jetzt wurden die Punkte angezeigt, die jetzt gleich durchlaufen werden. Jetzt kann ich hier einen Namen vergeben für den Computer. Das nennen wir mal Windows 8. Leerzeichen funktionieren nicht. Also viele andere normale Buchstaben gehen. Andere Zeichen auch. Unterstrich geht auch. Aber wie man ja schon sieht, die Zeichen, die dort oben aufgelistet sind, diese werden nicht funktionieren. Jetzt kann man sich hier auch eine Hintergrundfarbe aussuchen. Die dürfte, glaube ich, die Hintergrundfarbe von dem Homescreen des Metro-Designs sein. Das sind jetzt hier irgendwie nicht besonders viele. Ich zähle ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Naja. Wir bleiben mal bei diesem, ich sage jetzt mal, dunkles Türkis. Ja, weiter. Express-Einstellungen wählen wir mal nicht, sondern wir wählen die angepassten Einstellungen. So, und jetzt kann man hier schon diese Heimnetzwerkgruppengeschichte anwählen, die ja Windows 7 eingeführt hat. Nein, aktiviere ich nicht. So, PC schützen und aktualisieren. Natürlich kann man, also hier kann man jetzt die Updates auswählen, wie das gehandhabt werden will, beziehungsweise soll. Später nach Updates fragen.
Ja, Gerätetreiber automatisch abrufen, das ist meiner Meinung nach eine der größten Update-Funktionen, die seit Windows Vista eingeführt wurden. Dass endlich nach Gerätetreibern gesucht werden kann, das war unter XP schon bedingt möglich, aber eher schlecht als recht. Ja, Geräte-Apps und Informationen für neue Geräte automatisch abrufen, PCs vor unsicheren Inhalten, Daten und Webseiten schützen, im Internet Explorer Smart Screen Filter verwenden, um URLs, Downloads und durch Microsoft zu überprüfen. Das ist also jede URL, die man vorher eintippt, beziehungsweise auf die man weitergeleitet wird, wird dann durch einen Filter, beziehungsweise wird dann erstmal zu Microsoft geschickt. Die haben einen Filter, beziehungsweise eine Whitelist oder eine Blacklist, auf der dann die Internetseiten verzeichnet sind, die schlecht sind. Ja, und das gleiche haben sie nochmal für Apps gebaut. Beziehungsweise sind sie wahrscheinlich gerade dabei. Ja, jetzt kann man, ich denke mal, das wird eine Einstellung sein, die nur jetzt in der Consumer Preview enthalten ist. Wahrscheinlich später auch noch in der Enterprise Preview. Ja, also ob man welche Informationen man zur Qualitätssicherung, sage ich mal, übertragen will. Ich lasse jetzt einfach mal alles aktiviert. Das ist ja. Ja. So, und jetzt kann man eine E-Mail-Adresse eintippen, um sich bei der Consumer Preview anzumelden. Also, lustiger Zusatz, keine Sorge, Sie erhalten keine keinen Spam. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt sein muss. Es muss sein. Okay, dann gebe ich meine alte irgendeine E-Mail-Adresse an. Weiter. So. Jetzt hoffe ich mal, dass es. Ach je. Also es muss dann auch meine Windows Live-Geschichte sein. Okay. Also es ist dann gleich mit dem Windows Live-Account verknüpft. Es lässt sich hier wohl auch irgendwie nicht abbrechen. Ein Mobiltelefon gebe ich jetzt bestimmt nicht ein. So, also ich denke mal hier dieses kleine Flackern in den, bei den Kreisen, das erscheint jetzt nur, weil es virtuell ist. So, und wie man auch schon sieht, die Netzwerkkarte hier ist am Rödeln, Festplatte genauso. Ja, Einstellungen festgelegt. Ja, genau, da ist mein Realname da mit E-Mail-Adresse. Na? Also es sind natürlich, ist jetzt so, dass diese Windows Live-Dienste sehr stark in Windows 8 integriert sind, beziehungsweise verknüpft werden sollen. Dazu zählt Xbox Live und es gibt ja hier jetzt auch ein Market und so weiter. Ja, und das war es jetzt eigentlich schon. Man sieht jetzt hier die neue Oberfläche, das neue Startmenü, wenn man so will, von Windows 8. So. Und kein Startknopf mehr. Das war die Installation.